Aber ich würde gerne anfangen mit deiner Geschichte, mit der Frage, ob du dich an so einen ersten, ich nenne es mal unternehmerischen Moment erinnern kannst. Boah, ja, also da gibt's, weiß ich, Buja. Buja. Da gibt's auf jeden Fall einige. Ich würde sagen, ein Moment, ich fahre 12 Stunden mit dem Auto von meiner Oma mit einem Mercedes auf eine Messe Richtung Freiburg, also an die Grenze. Und bin mega K.O., schlafe im Auto, weil wir Geld sparen wollten und gehe morgens ungeduscht und richtig verballert auf die Messe und präsentiere Buja. Und ja, das ist so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Schwabenmäßig, schaffe, schaffe, Häusle baue und spare. Da zieht Genau. sich das bis heute noch durch oder sind da Tendenzen zumindest noch da? Ich bin schon ein Mensch, glaube ich, der jetzt nicht so, also der schon drauf achtet. Also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der viel braucht, glaube ich, aber es ist schon anders geworden. Also ich merke einfach, dass es Selbstfürsorge ein wichtiger Punkt ist und es war auf jeden Fall keine Selbstfürsorge, Ja. die ich da gemacht habe. Bevor wir zur Gründung kommen, was ging dem Ganzen voraus, was das so ein bisschen beschleunigt hat, dass ihr beide als Geschwister die Lust gewonnen habt, hey, wir gründen was zusammen. Also ich persönlich habe mir geschworen, es war 2011, niemals Unternehmerin zu werden oder selbstständig, weil mein Kumpel damals aus der Heimat ist nach Berlin gezogen, hat da ein Startup gegründet und war so in der ganzen E-Com-Bubble quasi, eigentlich bei den, genau, bei den Samba-Brüdern und in der ganzen Startup-Welt verankert. Und ich war die erste Mitarbeiterin dann bei ihm. Wir wollten Pinterest sozusagen klonen und im deutschen Markt, Likebar hieß es, implementieren. Pinterest war damals noch nicht bekannt und ich war die erste Mitarbeiterin, habe nicht studiert. Direkt nach der Schule war ich bei ihm sozusagen angestellt und wir haben um 12 Uhr nachts Strategie-Meetings mit dem Investor damals gehabt. Natürlich galt Startup-like, ne? Kicker, Essen for free, Mate, was ich davor gar nicht kannte, weil ich komme ja aus dem Schwabenland und Berlin gab es Mate und ich habe gedacht, so, Igitt, sind die ekelhaft. Habe es dann aber auch getrunken irgendwann und gesuchtet. Genau, und dann habe ich ihr damals geschworen, ne, niemals werde ich selbstständig werden.